So findest du Immobiliendeals in Amerika. In diesem Video siehst du meine Auswahl an frei verfügbaren Portalen und Immobilienwebsites, auf denen auch ich als Investor hier in Amerika regelmäßig meine Immobiliendeals finde. Let's get into it! Als Investor vor Ort hier in den USA bekomme ich meine Deals von vielen verschiedenen Quellen. Klar habe ich ein Netzwerk, wodurch ich viele Off-Market-Deals zugeschickt bekomme. Das sind aber oft Häuser, die es nicht auf den Markt geschafft haben und mir von Freunden, Bekannten, Maklern oder auch Wholesalern direkt zugeschickt werden. Aber nicht jeder hat ein Netzwerk. Meiner Erfahrung nach schaffen es unzählige Deals auch auf den freien Markt. Der US-Immobilienmarkt ist zu groß, zu aktiv und zu transparent, als dass allzu viele Deals auch off-market unter der Hand ablaufen könnten. Hier hast du viel zu viel Transparenz und auch Wettbewerb. Das heißt, jeder kriegt mit, wenn ein Haus verkauft wurde oder werden soll. Der Immobilienmarkt spielt sich überwiegend auf frei zugänglichen Online-Plattformen ab. Und hier sind einige der besten US-amerikanischen Immobilien-Websites für Käufer, aber auch für Investoren. Zillow, Realtor.com, Redfin, Trulia, Apartments.com, BiggerPockets und last but not least LoopNet. Sollte ich ein für dich wichtiges Portal vergessen haben oder ein ganz neues, dann schreibst du mir das am besten mal in die Kommentare. Ein Like und ein Abo kannst du aber auch gleich dalassen, wenn du schon da unten in der Kommentarregion bist. Alle großen Portale greifen unter anderem auf mehrere kleinere regionale Maklerdatenbanken zurück. Die heißen Multiple Listing Service, also kurz MLS, und die werden von den Maklern eigentlich für Makler direkt gefüttert. Aber die großen Portale haben eigentlich alle einen Zugang und greifen dort, genau dort an der Quelle, ihre Daten für diese Maklerlistings ab. Das heißt, hier ist der Immobilienbestand über alle Portale eigentlich gleich, aber die Unterschiede kommen zum Vorschein, wenn die Objekte ohne Makler angeboten werden oder zum Beispiel die Anzeigen aus dem MLS schon rausgefallen sind, weil sie veraltet sind zum Beispiel. Und an dem Punkt wird es spannend. Kommen wir zu den Details der Portale. Zillow.com ist eine der bekanntesten Immobilienwebsites hier in den USA und bietet eine breite Palette von Informationen und auch Werkzeuge für Hauskäufer, Verkäufer, aber auch für Mieter. Zillow verwendet eine Kombination aus öffentlich zugänglichen Daten, aber auch User-Daten, um zum Beispiel einen Schätzwert für Immobilien zu erstellen. Diese Zillow Estimates oder kurz Zestimates sind manchmal realistisch, aber auch manchmal ganz weit weg von der Realität. Dasselbe gilt übrigens auch für deren Mietpreisschätzungen. Du findest zu fast jedem Haus die aktuellen Werte, Preise, aber auch die historischen Kaufpreise sowie zum Beispiel Steuerinformationen. So kannst du super schnell herausfinden, welchen Preis zum Beispiel die aktuellen Besitzer eines Hauses bezahlt haben und wie hoch deren Steuerlast im Jahr ist. Realtor.com wird von der National Association of Realtors betrieben. Das ist kurz die NAR, nicht zu verwechseln mit der NRA. Die NAR ist eine der größten Organisationen für Makler hier in den USA. Die Website bietet auch Tools für Käufer, aber auch Verkäufer und jede Menge von Ressourcen und Informationen für angehende Makler. Also wenn du Makler hier in den USA werden möchtest, dann schaust du am besten mal bei Realtor.com rein. Da findest du Informationen zur Ausbildung, Lizenzierung, aber auch Karriereaussichten. Und mit all diesen Funktionen ist die Website ein spannendes Werkzeug für alle, die hier in der Immobilienbranche tätig sind oder einfach nur ein Haus kaufen oder verkaufen möchten. Redfin.com. Redfin.com ist nicht nur ein bloßes Immobilienportal. Nee, Redfin.com ist ein aktiver Immobilienmarktteilnehmer. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Redfin.com ist ein Makler, Redfin.com ist ein Broker, aber die sind auch selber Käufer. Das heißt, die kaufen selber Häuser hier im US-Immobilienmarkt. Die sind ein sogenannter iBuyer. Das heißt, die kaufen Häuser, die sie entweder flippen oder für den eigenen Bestand halten. Und davon nicht zu wenige. Zillow war bis 2022 auch ein sogenannter iBuyer. Die stiegen aber dann aus dem Business aus. Die mussten ihr Portfolio mit großen Verlusten verkaufen und auch abschreiben. Redfin hingegen ist immer noch im Markt und hat eigene Objekte. Aber nebenbei hat Redfin auch eine umfangreiche Datenbank von zum Verkauf stehenden Häusern und bietet auch umfassende Informationen zu lokalen Immobilienmärkten, aber auch Hauswerten an. Mit seinem Datacenter bietet Redfin auch eine umfangreiche Bibliothek von Artikeln, Ressourcen und Statistiken zum US-Immobilienmarkt an. Redfin ist ganz klar einer meiner Favoriten. Redfin, aber auch Zillow sind beides börsennotierte Unternehmen. Deren Aktien finde ich auch spannend. Trulia.com ist auch eine Immobilienwebseite hier in den USA, aber wichtige Nebeninfo, Trulia gehört zu Zillow. Also erwarte hier keine gravierend anderen Informationen als bei Zillow.com. Trulia bot bis 2022 seine Crime Maps als, würde ich sagen, Alleinstellungsmerkmal als Feature an. Da konntest du fantastisch sehen, wo in welchen Gegenden Probleme herrschten. Leider haben sie dieses Crime Map Feature 2022 eingestampft. Ich finde es schade und das ist für mich auch das Alleinstellungsmerkmal gewesen. Das war für mich der Unterschied zwischen Trulia und Zillow. Aktuell kann ich dir nicht sagen, was der Unterschied sein soll. Aus Gewohnheitsgründen nutze ich aktuell einfach nur noch Zillow. Wenn du aber jetzt auf der Suche nach Crime Maps bist und wissen möchtest, welche Gegenden hier in den Philly zum Beispiel oder in anderen Gegenden der USA
crime-mäßig aktiv sind, dann empfehle ich dir natürlich verschiedene andere Websites. Alle diese Crime-Map-Websites habe ich dir natürlich auch in der Beschreibung unter diesem Video verlinkt. Apartments.com ist eine Immobilienwebsite, die eine umfangreiche Datenbank von eben auch Apartments und Wohnungen zur Miete hier in den USA bietet. Die Website bietet eine Vielzahl von Tools und Funktionen für Mieter, darunter auch eine benutzerfreundliche Suche nach Apartments, eine umfassende Datenbank von Bewertungen von Mietern und auch eine interaktive Karte, auf der du freie Apartments in deiner Umgebung suchen kannst. Wenn du nach Mietwohnungen in den USA suchst, dann ist Apartment.com definitiv eine Webseite, die du in Betracht ziehen solltest. BiggerPockets.com ist eine Website, die sich hauptsächlich an Immobilieninvestoren richtet und eine Fülle an Informationen und auch Ressourcen bietet. Egal, ob du jetzt ein erfahrener Investor bist oder Neuling im US-Immobilienbusiness, BiggerPockets sollte einer deiner großen ersten Anlaufpunkte sein. BiggerPockets bietet einen super Mehrwert. Auf der Website findest du eine Vielzahl an Ressourcen, wie zum Beispiel Rentabilitätsrechner, Marktanalysen und vieles mehr, die dir als Investor hier in den USA auf jeden Fall hilfreich sein können. Neben diesen ganzen Tools bietet BiggerPockets auch eine sehr aktive Community von Investoren, die bereit sind, ihr Wissen und ihre Erfahrung mit dir als Neuling zu teilen. Die Diskussionsforen auf der Website sind ein großartiger Ort, um wertvolle Einblicke in die Welt der US-Immobilieninvestitionen zu gewinnen. LoopNet.com ist eine führende Webseite für Gewerbeimmobilien hier in den USA. Die haben eine umfangreiche Datenbank von zum Verkauf oder zur Vermietung stehenden Gewerbeimmobilien. Bei LoopNet.com findest du eigentlich fast alles, auch besondere Immobilien aus der Industrie, Gastwirtschaft, Landwirtschaft oder auch Mehrfamilienhauspakete. Klar kannst du nach Standort, Größe, Preis und auch anderen Kriterien suchen, um eben die entsprechende Immobilie zu finden, die eben deinen Bedürfnissen als Gewerbeimmobilieninvestor entspricht. Meiner Erfahrung nach ist das Angebot bei LoopNet.com nicht immer aktuell. Alles, was auf LoopNet landet, ist entweder sehr speziell, also sehr zielgruppengerichtet, oder eben auch, ja, was eben vorher nicht verkauft werden konnte. Ich will nicht sagen, dass es eine Resterampe ist, also es gibt bei LoopNet.com immer wieder spannende Objekte, aber wie gesagt, zweimal hinschauen lohnt sich hier auf jeden Fall. Aber nur online auf irgendwelchen Portalen Exposés anschauen, das ist eine Sache. Wirklich ein Objekt hier kaufen, renovieren und erfolgreich vermieten, ist eine ganz andere Hausnummer. Wenn dich das interessiert, schaust du einfach mal auf meinem Kanal, da findest du unzählige Videos, Objekte von mir, wo ich dir die Renovierungen zeige, wie ich vorgehe und natürlich auch die Renditen. Die Renditen der Objekte aus meinen Videos sind deutlich besser als das, was du auf dem europäischen Immobilienmarkt überhaupt erreichen kannst. Wenn du als Investor oder Co-Investor hier in den USA durchstarten möchtest, dann schreibst du mir am besten mal. Wenn du jemanden kennst, der sich auch für Immobilien interessiert, dem schickst du am besten dieses Video. Jetzt fehlt nur noch der Like und das Abo, falls du es noch nicht gemacht hast. Damit hilfst du dem Kanal ungemein und machst mich glücklich. Danke dafür. Die aufgeführten Websites können sehr hilfreich sein für Käufer, aber auch Investoren, die hier in den USA eine Immobilie kaufen möchten oder einfach in Immobilien investieren möchten. Jede Website bietet verschiedene Funktionen und Tools, aber es ist halt wichtig, einen Überblick zu haben, was es alles gibt und dann je nach Bedarf zum richtigen Portal zu surfen. Um wirklich jedes einzelne Portal auch auszuprobieren, brauchst du viel Zeit. Alle Portale und die Links dazu findest du natürlich in der Beschreibung unter diesem Video. Ich hoffe, du konntest in diesem Video was mitnehmen. Jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.